Es ist Donnerstag, der 8. Mai. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Tag. Im heutigen Lehrtext, Epheser 4, 29, lesen wir etwas, was etwas mit der Schule zu tun hat. Darum sind wir hier auf dem Schulareal in Almendingen. Paulus sagt nämlich: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wir sind also immer ein bisschen in Sprachschule. Lehren reden hört nicht auf, denn wenn man die Wörter beherrscht oder wenn man eine Fremdsprache gelernt hat, sondern wenn man so reden kann, dass andere damit gesegnet sind. Die alten Römer hatten einen schlauen Spruch, wenn einer etwas Dummes gesagt hat. Auf Latinisch hat das geheissen: Sit acquises, philosophus esses. Wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du noch ein Philosoph gewesen. Zu unserer Sprachschule gehören folgende drei Elemente, sagt der Paulus. Das eine ist das, was wir etwa sagen wissen: etwas Gutes, etwas Wahres. Das zweite ist das, was wir müssen lernen, nicht zu sagen, was wir sonst gerne hätten gesagt, nämlich die Nörgelerei, die Kritisiererei. Im Gegenteil, dass wir nur das durch einen Filter lassen, der aufbauend ist. Und das dritte ist, dass wir lernen sollen, das zu sagen, was wir sonst eigentlich nicht hätten gesagt, nämlich je nachdem eben ein Stück tiefergehende, aufbauende, echte, liebende Kritik. Sachen, die man lieber am Frieden zu lieb schweigt, dort soll man reden können. Sagen, was notwendig ist, was notwendend ist. Eine schwierige Schule, die Sprachschule, die uns Paulus zumutet. Wie kommen wir dorthin? Wie kann unser Reden so aufbauend sein? Ein Segen für andere. Wir reden sicher zu viel, zu unüberlegt und manchmal auch viel zu schnell. Aus diesem Grund hat uns ja der Paulus einen Filter empfohlen. Ihr seht, für ein gutes Kaffee, dass man auch nicht gerne Körnchen spülen muss, ist wichtig, dass man einen Filter einlegt. Und nachher erst kommt die eigentliche Substanz, der Kaffee, dazu. Und dann eben auch das Wasser. Jetzt geht es eben etwas langsam. Und genau so, durch diesen Filter durch, muss es in unserem Leben durchgehen, bevor dann Worte rauskommen. Guten Kaffee. Das verzögernde Element in unserem Sprachprozess ist der Abgleich mit der Schrift. Irgendwo müssen wir das, was wir sagen, vergleichen mit dem, was in der Schrift steht. Das ist natürlich etwas, das nicht allzu schnell geht, aber man kann sich ja gleich immer überlegen, dient das dem Nächsten? Ist das aufbauend? Was würde Jesus sagen in diesem Moment? Und wenn es so schwieriger wird und sogar vielleicht einen Ratschlag braucht und nicht nur ein allgemeines Gerede, ist es gut, wenn wir auch noch Gott fragen. Das macht natürlich den Kaffee sehr langsam. Das ist ein sehr guter Filter. Ein Wort in der Schrift heisst sogar, er sei siebenfach. Wenn wir Gott fragen, bevor wir eine Antwort geben, bevor wir eine Auskunft geben und auf ihn hören, was sagt er jetzt? Nicht nur, was würde Jesus sagen, sondern was sagt Gott jetzt in dieser Situation? Und dann tröpfelt es dann vielleicht, aber ich kann euch sagen, der Kaffee ist dann gut. Reden ist also Filterkaffee und wir wollen jetzt den Test machen und schauen, was dabei rausgekommen ist. Herrlich. Ich möchte noch ein bisschen Zucker verleiden. Und ein weiteres Element, das uns Gott schult, ist jetzt im Alten Testament noch erwähnt, im Losungswort Psalm 111, Vers 1. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rat der Frommen und in der Gemeinde. Mit anderen Worten, hier ist jemand, der Gott dankt, vor allen Leuten.
Da muss man sich schon ein bisschen überlegen, was man sagen will, wenn man ein Zeugnis gibt für das, was Gott Gutes da hat. Aber für alle, die zuhören, ist es auch wieder ein Stück eine Schule. Man lernt nämlich, dass wir Gott gegenüber dankbar sind und dass unser Reden vor allem auch ein Bezug ist von dem, was er in unserem Leben bewirkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.